Der Uli Gack, der eben berichtet hat, kennt die Region gut. Ein anderer Kenner der Region ist Professor Andreas Dittmann. Herzlich willkommen von der Uni Gießen. Danke. Sind Sie hier im Studio. Herr Dittmann, hätten Sie gedacht, dass dieser Krieg wirklich 10 Jahre dauert? Oder hätten Sie gedacht, den hätte man früher auch beenden können? Ja, wenn es nach der syrischen Bevölkerung gegangen wäre, dann wäre er schon früher beendet worden. Diese lange Verlängerung liegt vor allen Dingen daran, dass es nicht nur syrische Akteure sind, damit begann es ja, sondern vor allen Dingen viele ausländische Akteure, die sich hier eingemischt haben. Und das hat den Krieg ungeheuer verlängert. Glauben Sie, dass er in einer begrenzten Zeit zu Ende gehen können? Weil wir haben ja, vorhin hatte ich auch eingangs gesagt, der Zweite Weltkrieg 6 Jahre mit schlimmsten Folgen auch natürlich. Und der dauert jetzt schon 10 Jahre. Das ist ja wirklich ein Drama vor der eigenen Haustür. Ja, das hängt ganz entscheidend davon ab, wie sehr ausländische Akteure sich zurückziehen und wie sehr es möglich sein wird, dass internationale Hilfsorganisationen im Land auch aktiv werden können. Da hat man so ein bisschen darauf gehofft, dass sich das Problem Assad selbst erledigt, sozusagen, im Laufe der Zeit nicht mehr so aktuell sein würde. Und die Meinungen gingen darin auseinander, ob man hier kooperiert oder kollaboriert und damit der Bevölkerung auch helfen kann oder ob man wartet auf eine unbestimmte Zeit danach. Und eigentlich werden aber die Geschicke im Land anderweitig bestimmt, also insbesondere durch die Schutzmacht Russland und durch die Türkei, die sich Kontrollrechte im Norden Syriens ausbedungen hat. Die frühere Gefahr, als wir noch häufiger über Syrien und den Krieg dort sprachen mit dem Islamischen Staat, das ist mittlerweile ein Nebenkriegsschauplatz oder fast erledigt. Also die wichtigen Akteure sind jetzt der NATO-Partner Türkei und Russland. Also eine geopolitische Schnittstelle, an der wir sind. Zwei mächtige Länder, zwei wichtige Länder. Warum gibt es da keine Lösung? Weil das Drama ist doch allen bewusst. Ja, das Drama spitzt sich zu und lässt sich sogar regional sehr genau fassen. Das ist der Raum Idlib im Nordwesten, wo also unterschiedliche Kämpfer unterschiedlicher Provenienz und Unterstützung sich noch scharen, die mehr oder weniger in Anführungszeichen beschützt werden von pro-türkischen Akteuren oder von der Türkei direkt. Das ist auch sozusagen der wichtigste Stachel im syrischen Fleisch, den die Türkei verteidigt. Und unmittelbar südlich davon schließt sich die Region an, wo Russland sehr stark ist, seinen Hafenbereich bei Latakia ausgebaut hat, den Untersee Boothafen bei Latakia und auch Flughäfen weit ausgebaut hat. Also heute ist Russland in Syrien sehr viel stärker, natürlich als vor der Krise, aber auch im Vergleich sehr viel stärker, als es zu Sowjetzeiten war, als die Sowjetunion und Syrien enge Verbündete waren. Und es ist dennoch kein Zeitfenster jetzt offen, dass man sagt, 10 Jahre, wir nutzen doch jetzt mal die Zeit, um uns wirklich internationale Staatengemeinschaft an einen Tisch zu setzen und diesen Konflikt, auf dem ja die Menschen vor allem in Syrien drunter leiden, zu beenden. Ja, im Gegenteil. Es hat sich sogar durch die Verlagerung auf andere Kriegsschauplätze in der Konkurrenz Russland und die Türkei ja noch nicht nur ausgeweitet, sondern auch verlängert. Also beide stehen mit unterschiedlich orientierten Milizen auf dem libyschen Kriegsschauplatz einander gegenüber und bis vor kurzem ganz deutlich auch im Kaukasus, wobei die Türkei Aserbaidschan und Russland Armenien unterstützte. Also es ist nicht nur ein Grenzgeplänkel um die Sicherheitszone in Nordsyrien, sondern es ist ein ganz klarer Machtkampf zwischen den beiden Akteuren Russland und Türkei auf dem Rücken der Zivilbevölkerung. Das gilt für Libyen in kleinerem, für den Kaukasus im mittleren Maße und ganz besonders seit Jahren, wie Sie sagten, Herr Saar, für Syrien, wo ich jetzt nicht sagen kann, in 14 Jahren oder in 16 Jahren hat der Konflikt sich ausgeblutet. Es gab früher politische Vorhersagen für solche Kämpfe, für solche Kriege, wo man sagte, nach 6 bis 7 Jahren spätestens hat sich, das ist eigentlich ein böses Wort, aber dann hat sich der Konflikt ausgeblutet. Ja. Das gilt aber nur, wie gesagt, wenn sich nicht wie hier regionale Konkurrenten, Saudi-Arabien und Iran zum Beispiel, gegenüberstehen und den syrischen Schauplatz als Stellvertreterkriegsschauplatz nutzen und ganz besonders dann nicht, wenn geopolitische Akteure hier ihre Muskelspiele machen. Ja, es ist eigentlich, man denkt aus westlicher Sicht, es ist fast unmodern, nicht? Einen so langen Krieg, der nicht aufhört. Wir hatten den letzten wirklich ganz, ganz langen Krieg, der 30-jährige Krieg in Mitteleuropa und seitdem eher kürzere Kriege. Wir sind an kürzere Kriege gewohnt.
Und dort hört es nicht auf. Wir warten jetzt auf die Pressekonferenz ja mit dem Bundesumwelt-Entwicklungshilfeminister Gerd Müller und dem UNICEF-Geschäftsführer für Deutschland, Christian Schneider. Was erwarten Sie sich von solchen Pressekonferenzen? Können die einen kleinen Impuls zumindest setzen? Also ein wichtiger Impuls ist, dass wir jetzt angesichts anderer und eigener Krisen wieder einmal den Blick öffnen, auch wenn mancher vielleicht so reagieren mag, wie ich kann es nicht mehr hören. Es geht ja schon seit vielen Jahren den Blick öffnen auf das ungeheure Elend der Zivilbevölkerung, auf die vielen Flüchtlinge, von denen die meisten ja in der Türkei sind, etwa 3,6 Millionen und etwa 1,2 Millionen im Nachbarland Libanon. Wir diskutierten immer darüber, wie viele kommen nach Europa, wie viele davon wollen nach Deutschland, inwieweit ist das eine Katastrophe, und schauten durch diese Brille auf die syrische Tragödie. Und jetzt meint man, so viele eigene Probleme zu haben, dass es ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Deshalb ist es sehr gut, dass insgesamt auf die Push-Faktoren des Flüchtlingsdramas jetzt wieder ein Augenmerk gelegt wird. Und wenn alles wirklich gut geht, aber man wagt das gar nicht, sich zu wünschen, dann gibt es vielleicht eine Perspektive in Richtung Einsatz von Hilfsorganisationen oder sogar Wiederaufbauprojekte. Deutschland ist hier sehr kompetent in der Zusammenarbeit mit Syrien in der Vergangenheit gewesen. Da könnte sich etwas bewegen. Ich wage das gar nicht richtig zu hoffen, aber das wäre so von der Minimal- bis zur Maximaloption das, was man sich wünschen kann. Das sind schon eindrucksvolle Zahlen. Sind Sie selber noch überrascht oder kennen Sie die Zahlen alle? Ich habe jetzt noch mal, 6 Millionen Kinder wurden geboren im Verlauf des Krieges. 700.000 Kinder kriegen durch deutsche Hilfe Unterricht in dieser schwierigen Zeit. Und 20.000 Lehrer unterstützen das auch. Ja, die Zahlen sind nach längerem bekannt. Es ist ja auch eine stete Entwicklung, die zu diesen negativen Höhepunkten der Opfer, aber auch zu dem positiven Höhepunkt des Engagements geführt haben. Wenn man genau hingehört hat, dann hat man ja gemerkt, dass mit den meisten Aktionen, die möglich sind im Einsatz von Lehrerinnen und Lehrern in der direkten Hilfe, Flüchtlinge betroffen sind. Flüchtlinge profitieren können, die bereits außerhalb Syriens sind, also im Libanon und in der Türkei. Ja. Man merkt sozusagen förmlich, wie der Minister hier zugleich mit dem Fuß auf dem Gas und dem anderen Fuß auf der Bremse steht. Ja. Also es sind viele bereit, es sind Mittel da, es ist vor allen Dingen eine Expertise da zum Wiederaufbau. Das, was aufgezählt wurde, sind Aktionen außerhalb Syriens, weil innerhalb Syriens zum großen Teil man noch nicht so kann, wie man eigentlich die Kompetenzen und das Vermögen hätte. Hoffen, denken wir an ein Kriegsende. Wie könnte dieses Land dann aufgeteilt werden? Bleibt die Karte so, wie sie ist? Oder gibt es ein Kurdistan? Oder was könnte man vermuten? Ein Kurdistan ist eher zumindest ein Syrisch-Kurdistan in weite Ferne gerückt, denn hier hat ja die Türkei an seiner Südgrenze zu Syrien Fakten geschaffen in Form der sogenannten Sicherheitszone, die also 30 Kilometer, an manchen Stellen ein bisschen tiefer, nach Syrien hineinreicht. Und das betrifft weite Teile dessen, was aus türkischer Perspektive befürchtet, einmal Syrisch-Kurdistan hätte werden können. Ja. Das reicht nicht ganz bis Kamischli, das wäre der Hauptort im syrischen Kurdistan gewesen. Aber es gibt auch andere Teile. Also ein Teil wird de facto dann international immer wieder kritisiert, aber dennoch de facto an die Türkei fallen. Das ist diese sogenannte Sicherheitszone und das ist der Bereich, der die eigentliche Türkei auch an den Raum Idlib unmittelbar anschließt. Das ist allein aus logistischen Nachschubgründen schon eine wichtige Aktion. Aber die andere Aufteilung innerhalb des Landes in verschiedene Rebellengruppen, der IS war in der Vergangenheit noch dabei, das wird es nicht mehr geben. Es wird also sozusagen ein Restsyrien bestehen bleiben, von dem verschiedene Teile, insbesondere der türkisch kontrollierte Teil, abgezogen werden. Ja. Aber der Kurdistan-Traum ist für Syrien zumindest zunächst ausgeträumt. Und das Entscheidende, dass jederzeit losgehen kann, das ist also wie eine Zeitbombe innerhalb des syrischen Herzens pocht, das ist der Raum Idlib, wo, wie gesagt, eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure ganz unterschiedlicher Provenienz, überwiegend türkei-freundlich, aber nicht nur, zusammengeballt sind. Und wer hier zuerst auf wen einschlägt, das wird das weitere Schicksal und dann auch die Dauer des Krieges entscheidend beeinflussen. Und vor allen Dingen auch die Möglichkeiten im Land aufzubauen, aufbauend einzugreifen. Ja. Abschließende Frage, Sie sind selbst Geograf. Ja. Wie können Sie helfen? Oder Ihr Fach, die Geografie?
Ja, Syrien ist insgesamt für die Geografie schon immer ein ganz wichtiges Land gewesen. Hier treffen also Wüsten, Halbwüstenregionen, Hochgebirge und Schwemmlandebenen zusammen. Hier sind die wichtigsten Kulturen entstanden. Ja. Es gibt also sehr viel Expertise in unserem Fach, in der Geografie, an Landeskenntnis und an Kulturkenntnis über das Land. Und es gab in der Vergangenheit, also vor dem Bürgerkrieg, auch vielfältige Zusammenarbeit. Natürlich auch auf akademischem Gebiet, etwa beim Wiederaufbau von Aleppo. Da ging es um eine Restauration von Aleppo nach historischen Vorbildern. Jetzt geht es um einen Wiederaufbau insgesamt. Und ein anderer Spielplatz ist das Aufnehmen von geflohenen syrischen Wissenschaftlern, die einmal wieder beim Aufbau im Land eingesetzt werden können. Und da ist unser Institut in Gießen besonders aktiv. Wir hatten in der Vergangenheit die Aufnahme von geflohenen Wissenschaftlern aus Syrien und unterstützt von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Die stehen auch mit dem Fuß auf dem Gas und würden gerne zu Hause wieder neu aufbauen. Ich drücke die Daumen, dass es bald wieder eine gewisse Normalität geht. Und ich habe gelernt, dass nicht nur die hohe Politik fleißig Bande spannt nach Syrien, sondern auch die Wissenschaft und speziell die Uni Gießen. Vielen Dank, Andreas Dittmann, Professor für Geografie an der Universität in Gießen. Danke.